Kannst du ein bisschen leiser auf die Tasten einschlagen? Ich muss nach dieser Strecke eigentlich los werden. Dann setz dich hinten an den Tisch oder so. Hoho! Next level game! Ey, wir sind gar nicht da! Och, scheiße, stimmt. Jetzt muss ich mir den Kack ja nochmal angucken. Also an die Zuschauer, ich habe gerade schon mal hier versucht, dann habe ich aber festgestellt, dass wir noch Save Data haben, die dann auch den Story Mode, nenne ich es mal, beeinflusst. Und man konnte das im Spiel selber gar nicht löschen. Ich musste jetzt irgendwie in den Wii-Optionen sämtliche Speicherdaten für das Game hier rausballern. Und ich will diese Intro-Sequenz zeigen, auch wenn sie irgendwie 2 Minuten dauert. Da sage ich auch schon mal Moin, ich bin der Günther, ich komme aus Sörbuhe. Wir spielen ab heute Super Mario Strikers Charged Football. Der zweite Mario-Fußballteil nach dem auf dem GameCube. Und wie das ganze Spielprinzip läuft, alles drum und dran, werde ich euch, während wir dann den Story-Modus, die Jagd nach dem Striker-Pokal spielen. Dieses Mal muss ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hier an den Tag legen, weil ich letztes Mal mich nicht hätte entscheiden können, wen ich spielen will, weil ich mir die Ultis nicht genau angeguckt habe. Die sehen alle viel zu übertrieben aus dafür, dass sie fucking Fußball schießen, ne? Ich glaube, ihr seht jetzt, was ich meine. Alter, Peach und Bowser sahen schon nice aus. Aber ich glaube, ich weiß, wen ich nehme. Wie gesagt, Super Mario Strikers Charge Football. Wenn jetzt die Daten noch da sind, ja, danke. Das darfst du machen. Wir haben hier den Dominanzmodus, auf Deutsch stinknormales Battle. Gibt's sowieso nicht mehr. Den Story-Modus, Weg zum Striker-Pokal. Ein paar Challenges, die verdammt schwer sind, teilweise auch der Modus. Das ist definitiv kein leichtes Spiel, kann ich euch sagen. Also nach Mario Galaxy 2 ist das jetzt was anderes, lel. Trainingslager könnten wir machen, aber nee, ich will hier während dem Story Mode reinkommen. Wir sehen hier Pokale, Bilder. Ich glaube, das wird ein ziemliches Frust-LP. Die waren nämlich schon freigeschaltet, bevor ich die Daten da weggemacht habe. Und warte, voll nicht alle Pokale. Hä, warum nicht? Es gibt doch ein paar, die man nur bekommt, wenn man schafft, genug Tore zu schießen. Und so. Ach so, ich dachte, du meinst jetzt die Hauptpokale. Ja, die will ich schon. Also, wir haben hier diese Kapitäne zur Auswahl. Und zwar... Mario bietet einen Mix aus Fitness, Schnelligkeit und Kraft und gibt bei jedem Spiel sein Bestes. Seine Fähigkeit, sich in Super Mario zu verwandeln, kann spielentscheidend sein. So weit zurück wollte ich nicht. Ich hab's tatsächlich gereiht, Leute. Dann haben wir Peach. Ihr seht hier auch die Stats. Peachs Pässe und enorme Geschwindigkeit sind unübertroffen. Ihr Spielstil lässt Gegner vor Scham kamerascheu werden. Donkey Kong ist stark, wild und stets schlecht gelaunt. Mit seinem verheerenden Donnerschlag kann er Stadien erschüttern und Gegner umherwirbeln. Falls ich das anmerken darf, Schiedsrichter haben sich noch nicht eingebürgert in diesem Spiel. Waluigi ist der Herrscher des Kommunismus, schnell und kann im Spiel einiges an Schaden anrichten. Er kann einen Ball zwischen sich und seine Gegner ziehen, wenn es nötig ist. Oh, die Stats gefallen mir überhaupt nicht bei dem. Eigentlich hatte ich überlegt, den zu nehmen, aber die Stats passen sehr niedrig und schießen sehr niedrig. Ist nicht mein Fall. Luigi hat dieselben Stats wie Mario und Yoshi. Luigi ist ein ausgeglichener Captain, der dank seiner Spezialfähigkeit wachsen und seine Gegner in den Boden stampfen kann. Eine Spitzenwahl für jedes Team. Wario gibt auf dem Spielfeld Gas und verwirrt damit seine Gegner.
Er ist zwar langsam und nicht sehr fit, aber kann trotzdem Tore schießen oder seinen Kameraden Vorlagen liefern. Bowser ist halt jetzt das genaue Gegenteil von Waluigi. Bowsers Stärken liegen dank seiner gewaltigen Kraft im Schießen und in der Verteidigung. Mit seinem Feueratem heizt er seinen Gegnern ein. Yoshi bringt als Captain Balance ins Spiel. Wenn nötig, kann er sich zu einem Megaschuss durcheiern. Badumts. Daisy ist ein wahres Energiebündel mit denselben Stats wie sowohl Waluigi. Nee, Peach hat andere. Ja, mit denselben Stats wie Waluigi. Ich dachte, das kann man ganz gut durch die richtigen Teamkollegen ausgleichen. Trotzdem. Also ist in der Verteidigung schnell und mit vollem Einsatz. Mit ihrer Spezialfähigkeit kann sie sich abschirmen. So, wen spielen wir jetzt? Ich habe fast immer Yoshi gespielt, das will ich dieses Mal nicht. Ich gehe mal das Risiko ein und gehe trotzdem auf Wah! Den Herrscher des Kommunismus. So, warte, ich überlege gerade, wie die Aufstellung, weil es gab hier so eine Teamaufstellung, die habe ich eigentlich schon immer gemacht. Wir haben Cooper, Toad, Knochentrocken, Buhu, Shy Guy, Monty, Hammerbruder und Birdo. Ich weiß, ich hatte einen Toad, einen Hammerbruder und einen Monty. Ich weiß nur nicht mehr die Position. Toad war definitiv vorne. Ich glaube, Monty stand hinten drin. Ja, sieht man auch an den Verteidigungsstats, was da wohl besser ist. Toad hat halt eine Fähigkeit, die kann sehr, sehr broken sein. Und das ist mein Team. Wähle den normalen, wähle den Schwierigkeitsgrad. Es gab einen Hard Mode in dem Spiel! Ich hab dich dabei gefragt, dass du dabei im Spiel ist. Ich dachte normal. Ja, ich dachte, es geht nicht. Okay, definitiv den normalen. Der ist schon schwer genug. Ich möchte nur sagen, wenn du die Beschreibung durchgelesen hättest, da ich weiß, dass das eigentlich ist, dass im Extremmodus halt ab dem ersten Turnier schon alle so schwer sind wie im normalen ab dem letzten. Wie im normalen Endboss, könnte man auch sagen. Und der ist fucking schwer. Wir haben hier immer so schöne Zeitungsartikel. Fans misstrauisch. Waluigi schmiedet Pläne für den Sieg im Feuerportal. Mogeln einzige Chance für den durchtriebenen Captain. Nur mit Tricks alleine wird er nicht weit kommen. Doch, ich hab Toad im Team. Jetzt mal Legit. Das ist wirklich ein Argument. Also, es gibt 4 Teams. Man tritt gegen jedes Team 2-mal an. Die besten beiden Teams kommen in die Finalrunde. Das ist wirklich ganz cool gemacht. Wir haben hier solche Spielpläne. Müssen dann in der Statistik hier auf dieser Rangliste mit den Punkten, die wir machen. Wir sehen, Bowser hat hier schon gegen Wario verloren. Wir müssen uns dann halt in diese oberen 2 bringen. Das heißt, man muss nicht Erster werden. Und ich sag's, wie es ist, spätestens im letzten Turnier. Man wird nicht Erster im Normalfall. Und danach muss man sich noch mit allen, die übrig sind, in einem Bracket battlen, bevor man den Champion, der hier Bowser Jr. ist, bekämpfen darf. Hier sieht man die Regeln nochmal. Also, mal gucken. Ich muss erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Ewig nicht mehr gespielt. Wen spiele ich nur? Den CPU. Wen sonst? Also, ab geht's. Wir spielen... Oh Gott, wir sind gleich auf der vielleicht schlimmsten Stage im Spiel. Willst du mich verarschen? Fun Fact. In meiner riesigen Musiksammlung sind die einzigen Tracks unter 30 Sekunden aus diesem Spiel. Also, die Gewitterinsel. Wir haben hier immer so schön Eingangs... Waluigi hat schon Bock. Und warum kriegt der jetzt einen fetten Auftritt? Okay, weil er einführt. Ich hätte eher gesagt, weil er fett ist. Also, wenn man gefoult wird, während man den Ball nicht hat, dann bekommt man ein Item. Der Ball lädt sich mit jedem Pass auf und... Nunchuck! Ja, das Spiel funktioniert wieder mit Nunchuck. So, schön von Monty. Es gibt auf dem Steuerkreuz solche Special-Moinsen. Man kann die Schüsse auch aufladen und damit steht es 1-0.
Hammerbruder ist offensiv wegen dieser Technik sehr stark. Ich meine, der dönert dem Torwart einfach ein paar Hämmer ins Gesicht und zack, rein. Ich mag das Spiel schon. Monty hat hier so eine Defensivtechnik und Toad muss man richtig timen. Das muss ich halt erst wieder lernen. Dann springt man einfach über den scheiß Torwart drüber, als wär's gar nichts. Toad ist zudem ziemlich schnell. Ich jetzt aber interessant, dass der Torwart schon ziemlich overpowered sein kann. Der Torwart ist friggin' broke. Ja. Apropos, stop it! Wenn er einen riesigen Panzer abbekommt, aber dafür kann er einfach Hammer haben. Ey, warte, wie setzt man die Items ein? Ich glaube auf dem C-Knopf, den nutzt das Nunchuck eigentlich fast in keinem Spieler. Ah ja. So, und jetzt kann ich mich hier einsperren. Ah, und den Waluigi Superschuss aufladen, den alle Teamkapitäne haben. Und da schießt man halt mehrere und jawohl, 1 und 2 sind drin. Kann man bis zu 5 Tore mitschießen und die Stärke der Schüsse bestimmen. Aber die Torhüter der Gegner werden später auch besser. Und da kann es auch passieren, dass man mit voll aufgeladenen 5 nichts macht, während hier die nicht mal auf den Hammerbruder losrennen. Waluigis Ult ist dadurch, wenn man sie richtig benutzt, ziemlich gut, weil man sich damit echt einen Megaschuss eigentlich garantieren kann. So, ich will mit Toad hier. Ich springe ein bisschen früh, glaube ich. Was ist dem sein Special-Schuss? Ah, bei dem weiß ich auch nicht mehr, wie genau man das machen muss. Ah, so muss man das übrigens mit dem Sprung machen. Hier, und damit kann man die Gegner komplett auseinandernehmen. Man merkt auch, die Spiele gehen 3 Minuten, wir liegen gerade 5:0 vorne. Irgendwo habe ich es wohl noch raus. Aber natürlich sind hier, das ist der allererste Gegner. Aber gegen Toad macht auch in der letzten Liga noch keiner was, Diggi. Der ist broken für diesen Modus. Das heißt aber deswegen nicht, dass er die letzte Liga leicht macht. Willst du noch was machen, Donkey Kong, oder hast du langsam hier auch keinen Bock mehr? Ey, wisst ihr was? Toad, mach noch eins! Toad ist OP! Oh, voll aufgeladen, der Schuss. Während man das auflädt, können die Gegner einen natürlich auch noch angreifen, aber hier haben sie noch keinen Bock. Die Bälle kommen hier mit voller Wucht drauf. 3 Tore sind das. Wir führen mit 11:0. Donkey Kong wird hier vorgeführt. Ach, ich habe sogar noch ein Item. Das war scheiße genutzt. So übel Disrespect. Ich gönn dem gar nichts. Ich stell mich noch so ein bisschen hin, mach nix und schieß dann noch, wenn der Torwart gerade wieder kommt. Also komm, Monty, du darfst auch noch mal, oder? Die Zeit wird mir zu knapp. Das klappt irgendwie, wenn man auf dem richtigen Abstand ist. Oh mein Gott, er hat abgewehrt. Also Monty klappt irgendwie auf dem richtigen Abstand. Oh, da habe ich Glück, dass der Traktor mich nicht getroffen hat. Das Dumme an der Stage ist halt echt diese random Items, die hier rumfliegen. So, machen wir noch ein paar. 1, 2. 14:0. 4 Sekunden vor Abpfiff. Donkey Kong, lass es bleiben. Die Highlights des Spiels gibt's hier immer noch. Und zwar Toad, der über den Torwart springt. Toad, der über den Torwart springt. Und das Highlight ist natürlich... Oh, nicht Toad, der über den Torwart springt. Krass.
Ja! Torschüsse, 4 Trickschüsse. Ich glaube, das sind die voll aufgeladenen oder sind das die. Ich weiß nicht, ob das die aufgeladen sind oder die mit Steuerkreuz, also Todsprung, sowas. Blutgrätschen 29-3. Das ist ja eigentlich kein Schuss. Ja. Megaschüsse habe ich 7 von 13 Toren. Ballbesitz 66%. Was war das mit den Fans, die mir nichts zutrauen? Ich glaube, ich habe auch ein bisschen höher gewonnen als Wario. Und zwar sehen wir in der Pokalstatistik. Wario hatte mit 4-3 gegen Bowser gewonnen, ist somit auf Platz 2, Bowser auf Platz 3. Donkey Kong mit 14 Gegentoren und 0 Toren auf dem letzten, ich andersrum, 3 Punkte auf Platz 1. Damit sind wir im zweiten Spiel gegen Tabellenzweiten Wario. Ich finde halt vor allem das Ganze hier, den Aufbau, wie so ein richtiges Turnier, finde ich echt cool. Wir sind in der Unterwelt-Arena. An die, also ich erinnere mich nicht mehr an viele, nur Gewitterinsel wusste ich, ist scheiße und es gibt so eine Wüsten-Arena, die nicht toll ist. Ah ja, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, die Wände hier. Aha, alles klar, Mario. Die Wände hier sind elektrisch geladen. Stimmt, wenn man die Challenge schafft, kann man auch für die normalen... Depp, wer? Hat Waluigi gerade gedeppt? Ja, ich glaub schon. Was? Wenn man die Challenge schafft, kann man auch noch Cheats für die normalen Spiele freischalten. Ich weiß. Ist wirklich so. Ich weiß und ich nutze die auch gerne. Mein Liebling davon war ja immer, dass der Ball dauerhaft voll aufgeladen ist. Stimmt, man kann den Ball nicht passend aufladen. Ja, ach, habe ich auch schon gesagt. So, Hammerbruder Special Shot holt wieder ein Tor. Wenn man den rauskriegt, ist es gefühlt immer ein Tor, weil der Torwart kann da nicht mehr wirklich was machen. Der wow. Der nächste Cheat ist, dass die man kann mit einen paralysiert, wenn er sie berührt. Oh, was? Oha, Wario! Ausgleich! Der gönnt sich! Aber das ist auch eine Sache, auf die man aufpassen muss. Oh, sie hatten Bomben. Man kann sich eigentlich sicher sein. Die Trantüte, die bei einem im Tor steht, ist nix gegen den Keck auf der anderen Seite. Nein, diesmal habe ich ihn umgenatzt. Wenn man zu weit weg ist, treffen halt, wie man sieht, auch die Hämmer nicht. Deswegen muss man da aufpassen. So, die Range war, glaube ich, schon ganz gut. Sag mal jetzt, hör doch auf! So, Megaschuss mit 5 Grün. Die Gegner machen nichts dagegen, ihr Pech. Wario wehrt sich schon mehr, aber hier kommen 1, 2, 3, 4. 4 Tore. Megaschüsse kann man auch deaktivieren mit diesen Cheats, was ich eigentlich ganz gut finde. Im Story-Modus geht's halt nur nicht. Man kann natürlich auch mal so drauf schießen, aber mit einem nicht aufgeladenen Ball. Oh nein, Wario's Special Ability verwirrt alle Gegner, die in seinem Furz landen. Ich warte mal kurz. Oh, ich bin immer noch verwirrt und nicht nur Gegner werden verwirrt, wie ihr seht. Man kann übrigens alle Mega- und Trickschüsse nur in der gegnerischen Hälfte ausführen. Deswegen laufe ich hier einen Meter über die Linie und mache dann den nächsten. 1, 2, 3 und 3 sind's. Also Wario, am Anfang sah das noch besser aus. Und ich glaube, das ist ein Tor. 9-1. Ja, da habe ich am Anfang gedacht, du wärst vielleicht herausfordernder zu besiegen. Nein. Toad sagt nein. Ich glaube, ihr seht, warum Toad richtiger Matchmaker ist. Ist das dein Ernst? Sag mal, macht der Typ da Kaffeepause hinten in meinem Kasten?
Ihr seht schon, das wird später vor allem noch toll. Oh, 5 voll aufgeladene. Gönn dir, Diggi. Auch Megaschüsse werden später weniger relevant, weil man die gefühlt nicht mehr rausbekommt. Ach so, hier wäre dann diesmal 2 ab, aber beim... Naja, ich sag so, wir haben schon 2 Gegentore kassiert. Da wir 13 Tore geschossen haben, ist es aber nicht so schlimm. Och, der hat den Stern, das ist so ekelhaft. Okay, ich hätte auch zeigen können, man kann nämlich, wenn der Gegner einen Megaschuss macht, als Torwart da was gegen machen, aber lieber verhindern wir, dass es überhaupt dazu kommt. Später werden es die Gegner noch mal wieder schaffen. Wario! Das ist eine der besten Animationen! Das Problem ist, es ist nicht einer der besten Soundtracks. Der hat gar keinen Bock mehr auf Toad, der Fette. Die Verteidigungsstats werden übrigens hauptsächlich davon bestimmt, wie viel Range man mit seiner Grätsche hat. Alter, was ist denn mit dem Nunchuck? So, wenn der Typ nicht mal dead gehalten hätte. Komm, wir brauchen noch ein Tor. Was? Toad hat nicht getroffen? So, machen wir mal ein bisschen Passspiel. Ja, okay. Ich wollte noch mal gucken, ob ich hier noch einen Gechargten rauskrieg. Ja, besseres Verhältnis als Donkey Kong. Der hatte minus 14. Wario hat minus 13. So, dritter Spielhöhepunkt. Toad springt über den Torwart. Zweiter Spielhöhepunkt. Hammerbruder haut einen Torwart mit seinen Hämmern komplett in den Boden rein. Und der Spielhöhepunkt. Ach, das war ja, das ist natürlich das Tor von Wario, ne? 15-2. Und sein Tor ist hier, der Ballbesitz, seht ihr, war schon deutlich ausgeglichener. Aber letztendlich, was halt auffällt, irgendwie bei mir ist die Hälfte der Torschüsse reingegangen. Wario hat 3 gemacht und 2 Tore geschossen. Danke an den Keck, der da hinten im Tor steht. Also, wir schaffen noch eins, dieses Spiel hier. Bowser ist auf dem letzten Tabellenplatz. Aha, es gibt Draws, glaube ich, oder? Ah nein, Golden Goal. Heißt auf Deutsch, wenn unentschieden ist am Ende der Zeit, gewinnt das letzte geschossene Tor und man bekommt dann immer noch einen Punkt, wenn man verliert und 3 für einen Sieg. Nicht ganz so gut formuliert. Man spielt dann so lange, bis das nächste Tor geschossen wird. Habe ich das nicht eigentlich genauso gesagt? Nö, so wie du gesagt hast, kann man es auch so verstehen, dass der, der als letztes das Tor geschossen hat, gewinnt. Ja, das nächste... Ich habe doch gesagt, das nächste Tor gewinnt dann. Das letzte geschossene Tor gewinnt. Naja, auf jeden Fall, So, auf jeden Fall hat Donkey Kong offensichtlich im Golden Goal gegen Bowser gewonnen, der jetzt auf dem letzten Tabellenplatz chillt und wir treten noch einmal drauf. Ach, Wüstengruft war die andere Stage, die ich nicht mochte. Danke dafür. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. 10? Irgendwas um den Dreh. Das Pilzstadium ist auf jeden Fall die beste. Waluigi hat schon Bock, aber Heimauftritt ist besser, wenn er dabbt. Bowser habe ich auch überlegt, ob ich ihn vielleicht spielen soll, aber habe mich halt dagegen entschieden. Bowser ist halt das genaue Gegenteil. Ihr seht, weshalb die Stage scheiße ist. Aber das juckt Toad nicht. Wie lange sind wir inzwischen im Spiel? Ganze 6 Sekunden und Toad schießt schon wieder den Gegner. Oh, Nunchuck. Ganze 6 Sekunden und das Nunchuck funktioniert schon wieder nicht. Ja, das ist so ein Bullshit. Nope. Ich sagte... Übrigens... Oha. Wow, habt ihr das gesehen? Der hat was gehalten. Apropos, im Sand wird man langsamer. Das
wollte ich auch gerade sagen. Deswegen lohnt es sich in der Mitte zu laufen, obwohl da die Trump-Slots herkommen. Also Toad juckt das alles nicht. Der macht seine Tore so oder so. Toad ist aber sehr schnell. Und der Sand kann sich daher auch tatsächlich für Megaschüsse lohnen, weil die Gegner kommen natürlich auch dann schneller zu einem hin. 3 Tore, 5:0 nach 27 Sekunden. Ihr merkt, es fallen in diesem Spiel tatsächlich... Okay, später fallen gar nicht wirklich mehr Tore. Der arme Knochentrocken. Später fallen gar nicht wirklich so relevant mehr Tore als im echten Fußball. Waluigi hat so einen komischen Teleport. Das ist meiner. Ich will mal ein bisschen Passspiel, um den Ball aufzuladen. Ist natürlich risky, weil wenn der Gegner den sich dann holt... Oh nein, Bowser's Ult. Aber ich habe einen Bombenprank. Was ist eigentlich Toads Trickschuss? Der... Ah! Das Gute daran ist, dass der Torwart erstmal schlechter halten kann. So. Digga. Diese Toads versuchen hier mich zu outplayen. Bitte weißt du, das gibt das, was du hast Pech. Ich glaube, die sind aber auch besser, umso weiter der Gegner hinten liegt. Und alle Fünfe! Ich glaube, ein 10:0 Rückstand, da hat Bowser's auch nötig. Deswegen machen wir nochmal 4. Ich wollte das Risiko nicht eingehen, weil Bowser von den Bomben direkt neben mich genockt wurde. 1, 2, 3 und 4. Ich glaube, der Typ ist sogar noch schlechter als meiner. Alter, der gönnt sich jetzt einfach einen Stern. So, jetzt müssen wir halten. Bowser's super Schuss, der auch echt cool aussieht. Und wir müssen die Bälle hier mit A einfach blocken. Umso besser der Schuss gelandet ist, umso schneller, also umso weniger Zeit hat man. Und ich habe alle gehalten. Nope. Mann, meine Chat-Shots bringen nix. Oh! Ein bisschen aufpassen. Ja, okay. Ja, Bowser hat gerade einen Stern und sein Special. So, Schüsse chargen, kann auch Items geben. Hi. Gebt euch das. Ich glaube, man merkt's halt. Ich bekomme hier nur Bananen und der Gegner Stern und seine Special. Ja, Gott. Das kann man ähnlich wie Mario Kart betrachten. Ist es ja auch. Ja. Erster Platz nur Bananen, letzter Platz Sterne regen. So, und damit, Bowser, herzlichen Glückwunsch. Du warst nicht schlechter als Donkey Kong, sondern genauso scheiße. Zweiter Spielhöhepunkt, es gibt nur 2, weil der Rest Megaschüsse waren, die keine Spielhöhepunkte sein können. Auf Deutsch, Toad springt 2-mal über den Torwart. Ah. So, wir haben jetzt die Hälfte dieses Pokals durch. 12 von 14 Megaschüsse waren drin. Torschüsse hatte Bowser dieses Mal 6 Stück. Wir räumen den Pokal im Moment auf. Es gibt 3 Pokale. Und spätestens ab Ende des... Spätestens ab Bracket des zweiten wird das Spiel wirklich anspruchsvoll.
Waluigi unter Überwachung. Waluigi schnappt sich eine Spitzenplatzierung. Dubiose Tricks? Wo denn? Wo denn? Toad ist legitim, den könnt ihr auch mitnehmen. Andere Teams begegnen Waluigis Erfolgen mit Misstrauen. Ihr seid doch nur neidisch, weil ich der Beste bin. Naja, und in der nächsten Folge werden wir hoffentlich den Feuerpokal abschließen können. Wir sehen uns dann wieder. Wenn ihr Bock auf das Projekt habt, lasst doch gerne ein Like auf diesem Video und ein Abo auf dem Kanal da. Ich verspreche euch, später wird das noch echt schwierig und wird ein ziemliches Rage-Projekt.